Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Der Spielstand wurde nicht gespeichert. Keine Ahnung warum. Somit fange ich von hier jetzt wieder an. Leider Gottes. Es tut mir ein bisschen leid, aber... der Spielstand ist halt nicht mehr aufzufinden. Müssten wir jetzt den Kampf gegen Dakota führen? Zwischen euch und der Kommandobrücke aktiviert wurde. Sucht seinen Generator und zerstört ihn. So. Irgendwie blöd jetzt, dass wir von hier wieder anfangen müssen. Jemand. Beeil mich jetzt ein bisschen. Aufstieg. Den haben wir dann auch nicht mitgemacht. Den haben wir. Komisch. Jeder Rang verringert die Zeit, die zum Aufladen deiner Machtkarte benötigt wird. Kampfmeditation. Schwertbeherrschung. Jeder Rang steigert den Schaden deiner Lichtschwertangriffe. Jeder Rang steigert deine Fähigkeit zu benutzen zu reflektieren. Das ist eigentlich ganz nett. Mach ich mal. Macht Kombos. Den Sith-Wurf nehmen wir mal.
Hier waren wir stehen geblieben, ne? Es ist soweit. Kota ist direkt über euch. Ich bin bereit. Gut, dann begrüße ich euch nochmals herzlich willkommen zu Star Wars The Force Unleashed Ultimate. Und wir besuchen jetzt Dakota. Oh, nice. Ein Junge. Monatelang greife ich Imperiale an und Vader schickt einen Jungen. Hey. Du hast noch viel über die Macht zu lernen. Ach ja. Du bist stärker als ich dachte. Doch ich kann dich nicht schonen, Junge. Ich schicke deine Asche Lord Vader zurück. Zurück. Ist er verrückt? Ich will das nicht tun, Junge. Soll es so sein. Ja, genau. Zwing mich nicht, dich zu vernichten, Junge. Verdammter Sith-Dreck! Ich bin erledigt. Jawoll! Nice! Vader glaubt, er hat dich. Doch ich spüre die Zukunft. Vader wird nicht immer dein Meister sein. Ich spüre nur... Filmreif. Oh, Missionszusammenfassung. Punkte. Nun vernichte Generalquote abgeschlossen. Machtpunkte. Mehr als haben wir geschafft. Sammle alle Holocrons. H2 von 15 haben wir nicht. Zerstöre 5 TIE Fighters. Haben wir auch nicht. Belegte Gegner. Belohne
Meister Kota ist tot? Ja. Sein Lichtschwert. Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden. Castamparatus ist viel stärker als du. Ich erwarte nicht, dass du überlebst. Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher. Imperator. Ja, nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Meister. Ah, jetzt kennen wir unser Ziel auf jeden Fall. Unglaublich. Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Coruscant. Proxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern. Ich höre tausende Droiden, die sich alle einander zurufen. Wir gehen Droiden zum Sterben hin. Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht. Das mache ich, aber es gibt nicht viele Lichtungen. Ihr müsst den Tempel zu Fuß aufsuchen. Kein Thema. Ich kehre auf eine niedrige Umlaufbahn zurück. Die Scanner zeigen an, dass ihr einen Weg durch den großen Hyperantriebskern finden müsst. Wenn ihr drüben seid, solltet ihr den Schrotttempel erreichen können. Viel Glück. Das ist unsere neue Kluft auf diesem Planeten. Interessant. Welcher Planet ist jetzt? Du hast den Machtblitz erlernt. Verwende Y, um Blitze aus deiner Fingerspitze schießen zu lassen. Oh, geil. Ihr werdet einen Weg finden müssen, um durch den Hyperantriebskern zu gelangen. Ist dort irgendetwas, woraus ihr einen behelfsmäßigen Sprengsatz machen könnt? Ja. Drück LB zum Schwimmen. Du kannst sowohl am Boden als auch in der Luft tun. Okay. Brücken, indem du mit dem Machtkraftschwerobjekt aus dem giftigen Schlamm hebst. Ich empfange Bruchstücke rhodianischer Kommunikation. Ihr nähert euch einer Art Bergungsoperation. Ich kümmere mich darum. 10.000 Machtpunkte verdient. Können wir hier einfach so rein? Halt nicht. Einfach in die Suche gesteckt. Was das für komische Vieh waren. So geht's auch. Die fahren immer wieder runter. Drücke X gefolgt von Y, um deinen Lichtschwertangriff durch Machtblitze zu verstärken. Oh, nice.
Oder das waren jetzt alle? Haben wir das übersehen eigentlich? Nicht, dass ich wusste, oder? Gehen wir weiter. Gibt es hier noch irgendwas? Nö, sieht nicht so danach aus. Natürlich fliegen wir genau dahin. Ich würde sagen, da müssen wir rein. Eclipse an Starkiller. Uns wird viel Aktivität hinter dem Hyperantriebskern angezeigt. Alter. Bitte? Wiederhol das bitte. Und Cyborgs? Ne, diese Ork-Dinger oder so. Weg nochmal nach hoch. Wer schießt denn da? Die Punkte da oben. Gut, und so sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.